Moin, hallo, hier O-Zero. Let's play zu Assassin's Creed Unity. Und wir sind gerade mitten im Gespräch leider gewesen, als die Aufnahme beendet wurde von der PlayStation. Wir sind gerade auf dem Weg zum Rattenkönig. Sylvain haben wir getötet. Da hat sich herausgestellt, dass er gar nicht der Mörder oder nicht der den letzten Stoß gemacht hat von unserem Ziehvater. Und zwar ist das der König der Bettler und wir sind gerade auf dem Weg zu ihm. Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Ein netter Mensch. Die Gesichtsanimation in den Videos finde ich extrem gut. Im Allschritt, Leute! Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei! Zurück mit dir. Wir gucken mal, wie weiter wir kommen mit dieser Seitenweg-Geschichte. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Ups. Dann kämpfen wir uns den Weg frei. Oh, okay. Also nicht. Ich wollte einfach mal die Zusatzgeschichten da machen, zwei Phantomklinkels und schon verkackt. Ah, Mama, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. So, wir versuchen es nochmal. Wer bist du? Keinen Schritt weiter. Fass mich nicht an. Zurück mit dir. Sorgt ihr immer noch für die
in die andere Richtung, das ist schlecht. Schleichen uns da mal vorbei. Einfach nur, damit wir Blickkontakt halten, müssen wir ja um die Ecken lupen. Gehen wir nachher was trinken? Komm zurück! Ich schlag ihn! Ah, scheiße. Ja, ja, tschüss. Was soll denn die Kacke? Wir müssen einen anderen Weg finden, und zwar schnell. Okay. Sorry, ich war recht konzentriert, hab nichts gesagt, aber wir haben es geschafft. Hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. Das ist aber nicht so nett. Okay. Latouche für einen Kills mit der Phantomklinge 1 von 2. Ja, haben wir jetzt noch schnell noch irgendjemanden, den wir töten können? Ja, haben wir. Keine Kirschbombenköder. Da haben wir. Komm sofort zurück. Ich mache alle machen wir das halt wieder mal so. Fehlerlos. So, dann machen wir mal da rein. Latouche-Wolfen. Oh, wir haben Wachen. Extrem cool jetzt. Ich sehe dich. So langsam. Lass sie nur lassen. Tschüss.
Da steht er jetzt rum. Ich muss da wirklich rein. Offensichtlich. Dann komm her. Dann machen wir das halt so, Freunde. Nicht auf. Wir müssen Latouche finden und dürfen nicht entdeckt werden. Das wäre wohl der Hauptplan. Aber irgendwie bin ich nicht dazu in der Lage, das so zu spielen. Man hat keine Versteckmöglichkeiten. Man wird sofort gesehen. Es ist... Können wir ja mal gleich mal aufmachen. Ein Esel könnte deine Arbeit machen. Ein streunender Hund könnte das. Deine Mutter hätte dich ertränken sollen. Wenn du einen heranschleichen siehst, legst du ihn um. Was soll mit dem Unglücksraben auf Essex geschehen? Schwere Verbrennungen durch Feuer, bei dem seine Familie stammt. Ein Feuer, schwer das zu bewerkstelligen. Dann hast du zu leben. Benutzt ein paar Tropfen starker Säure. Laien erkennen den Unterschied. So, das sollte doch gereicht haben. Um sie zumindest zu verwirren. Was soll denn das jetzt? Ich stehe vor der Tür und darf nicht rein. Ah, jetzt kann ich da rein. Okidoki. Ich hätte ihn getötet. Jetzt sollen wir entkommen und nicht gesehen werden, was mal wieder unmöglich scheint. Rauskommen. Was ist das denn? Ja, was sollen wir hinkriegen? Jetzt aufs Seil, dann rüber, dann sind wir weg. Haben wir doch endlich geschafft. Oh Mann, oh Mann.